Herzlich willkommen bei VW, der Automarke. Wenn Sie ein solides Top-Fahrzeug haben möchten, ich habe das Gefühl, ich habe Sie schon mal gesehen. Haben Sie schon mal ein anderes Auto gekauft? Auch hier? Oder wo waren Sie vorher so? Genau da habe ich sie hererkannt. Richtig. Ich bin mittlerweile ehrlicherweise schon ein bisschen was rumgekommen, was die Jobwahl angeht. Und dementsprechend war ich schon in verschiedensten Autohäusern unterwegs und habe demzufolge schon das ein oder andere Autohaus von innen gesehen. Und ich glaube, da kannte ich sie her. Aber alles gut. Wir kommen erstmal. Sie suchen ein neues Auto. Wissen Sie schon von unserer Golfaktion momentan? Okay, Golf ist nicht so interessant. Gut, dann müssten wir in den Simulator, wollte ich schon sagen, hoppen, sondern in den Konfigurator. Okay, dann machen Sie es sich doch sehr bequem da vorne. Möchten Sie etwas zu essen und/oder zu trinken haben? Wir bieten alles non-alkoholisch und alkoholisch an. Gar kein Problem. Okay, wenn doch, bitte immer sagen, ich helfe gerne. Sehr schön. Alles klar. Dann bekommen Sie jetzt den Bildschirm und zwar genau jetzt. So hat es funktioniert. Perfekt. Sie dürften hier jetzt die verschiedensten Fahrzeuge sehen, bedeutet bei uns in diesem Fall insgesamt 28 Modelle, davon natürlich auch E-Autos wie den ID.3, 4, 5, 7 und auch den Tourer davon. Aber dann natürlich klein angefangen mit dem Polo, gehen wir in den Taygo, den T-Cross, den T-Roc oder die Cabriolet-Version vom T-Roc. Wir haben den Tiguan, den Tiguan Allspace, den Touareg oder eben, das hatte ich ja schon gesagt, dem ID.4 und dem ID.5. Im Kompaktbereich dann den ID.3 oder den Golf. Da haben wir eben momentan das Golf-Angebot, aber auch den Golf-Variant, den Passat, den Arteon Shooting Brake und den ID.7 Tourer. Wenn es dann etwas größer sein soll, dann natürlich noch den Touran, den Caddy, den ID.Buzz, den Multivan und dann wird es zugegebenermaßen ganz, ganz groß, den Daddy California. Klar, Spaß, den Caddy California, den California 6.1 oder den Grand California Nutzfahrzeuge jetzt mal außen vor gelassen hierbei. Sie sagten ja schon, es soll kein Golf sein. Hatten Sie denn eine andere? Den Passat. Okay, dann den Passat. Wir haben natürlich jetzt erstmal hier bereits verschiedene Standardmodelle, das sieht man hier. Das sind vier Stück, die werden gestaffelt. Verkauf bedeutet ab 40.000, ab 45, 52, 9, 7, 5 oder 54. Wir sehen hier dann bereits, dass wir dann verschiedene Assistenten bzw. Highlights direkt dabei haben. Wir können hier natürlich jeweils noch aus verschiedenen Fahrzeugmotoren verfügbaren wählen. Bedeutet, da kann man dann noch sich ein bisschen was aussuchen. Wenn wir weiter hochgehen, upsala, bei der Airline, da ist es dann natürlich so, dass die Fahrzeuge im Zweifelsfall eine stärkere Leistung abrufen können. Genau. Dann sollen wir den nehmen. Der hat natürlich schon einiges eingestellt. Ist aber kein Problem. Wir können das Ganze immer noch dann einstellen, wie wir wollen.
ist der Passat erstmal primär. Wir haben hier den Passat R-Line. Wir haben jetzt die Wahl aus verschiedenen Motoren. Ein Benziner, Automatikfahrzeug, 265 PS, 7 Gang. Und wir haben zwei Dieselvarianten. Einmal die klassische 150 PS Variante, auch Automatik, oder die 2.0 TDI mit 193 PS, auch Automatik. Als allerletztes hätten wir dann noch die Möglichkeit eines Plug-in-Hybriden. Bedeutet, hier haben wir die Kombination aus Benziner und eben einem kleinen Elektromotor noch dabei, der eine elektrische Reichweite von 118 bis 126 Kilometer hat. Genau, da haben wir dann 115 PS einerseits und 177 PS andererseits. Es soll der Benziner sein, also der mit ordentlich Wumms dahinter, 265 PS. Ist natürlich der teuerste, aber mache ich sehr gerne. Okay, dann gehen wir zu den Farben über und schauen uns die einfach vielleicht mal an. Wir haben diverseste Farben, wie man das hier vielleicht schon sehen kann. Upsala. Wir haben das Uni-Weiß einfach. Das Ganze könnte man dann auch noch verändern mit schwarzem Dach. Dafür muss dann zum Beispiel jetzt hier etwas hinzugefügt werden, nämlich die R-Line Signature. Gut, das kann man sich dann überlegen. Bei den Metallic-Lacken haben wir dann kein Problem. Hier können wir theoretisch alles hinzufügen, wie wir das möchten. Das ist dann in den verschiedensten Farben, zum Beispiel hier dieses Silber-Metallic oder das Blue-Metallic. Wenn es an die zweifarbigen geht, da haben wir genau das gleiche dann wieder. Das bedeutet, dass wir hier eben die Leichtmetallräder reinpacken müssen und allgemein das R-Line Signature Paket, was dann auch noch diverse weitere Sachen hat. Dachhimmel, Außenspiegelgehäuse, Airstop-Reifen, wir haben den Schriftzugsatz und so weiter und so fort. Das ergibt sich aber eben erst, wenn man ein zweifarbiges Fahrzeug mit, oh, da will ich fast schon gehen, mit dem schwarzen Dach hat. Genau, also wenn Sie das halt nicht wollen, dann empfehle ich einmal den Uni-Weiß-Look oder eben einen der Metallic-Look. Da umgeht man das Ganze so ein bisschen und kann das dementsprechend aufschieben, indem man dann sagt, okay, ich kann hier besser aussuchen, was ich wirklich möchte und was vielleicht aber auch nicht. Klar kann ich nochmal durchgehen. Wir haben hier dieses dunklere Grau. Wir haben das Chili-Rot. Wir haben das Schwarz-Metallic. Das Grün-Metallic. Wir haben, da fällt bei mir schon hier einiges runter. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Das Silber und das Reef Blue Metallic. Okay, das Schwarz, alles klar. Räder und Reifen. Auch ein wichtiges Thema. Wie Sie sehen, sehen Sie momentan die vier Leichtmetallräder. Conventry. Ich bin noch nicht so lange hier, entschuldigen Sie bitte. Da kann es schon mal sein, dass ich mit dem ein oder anderen Fachbegriff noch so ein bisschen hadere. Das Ganze gibt es dann natürlich in etwas abgeänderten Designs. Bedeutet, die sind entweder etwas abgeändert im Design oder einfach nur in der Farbe. Bei Aktionspaketen dagegen wird dann zum Beispiel wie hier das Ganze nur entfernt und der Black Style, so wie es heißt, wird hier hinzugefügt. Das bedeutet, hier gibt es noch andere Dinge, die dann eben dabei gefügt werden.
Das Reifenlabel, das verzichten wir jetzt mal, das ist nicht so wichtig. Das bedeutet, hier sind halt noch andere Sachen. Das ist bei den Aktionspaketen der Fall. Bei den Rädern unterhalb, die kann man so natürlich auch nur nehmen. Ja, gefällt vielen aber auch vielleicht eher nicht so. Genau, hier ist dann wieder ein Problem, weil hier müsste dann wieder Black Style hinzugefügt werden. Die standardmäßigen, die oder die. Kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Das sind die York. Das hier sind ganz andere. Conventry. Die, okay, nehmen wir. Dann gehen wir weiter zum Interieur. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Sie wollen schließlich bequem und gemütlich sitzen. Wir haben die Soul-schwarzen Sitze hier mit der Instrumententafel in Soul-Schwarz, mit dem Teppich in Schwarz und auch dem Himmel. Wir haben hier natürlich noch Ausstattungen sondermäßig hinzuzufügen. Wir können nämlich dort dann noch ein Lederpaket hinzufügen. Das fügt dann gleichzeitig auch noch diverse weitere Sachen hinzu. Sowas wie, ich kann das nicht wegmachen, so, entschuldigen Sie, die Ergo-Aktivsitze, die Sitzmittelbahn der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder eben. Genau, das ist das so. Das Signature-Paket hatte ich vorhin schon gesagt, das hat dann andere Reifen auch dabei, andere Felgen. Wir haben dann Außenspiegel anders. Wir haben die LED-Rückleuchten nochmal besonders und so weiter. Da wird dann natürlich noch einiges hinzugefügt, kostet aber auch 4,7 on top nochmal extra. Dann lassen wir das und gehen in Richtung Sonderausstattung. Okay. Okay. Hier haben wir jetzt verschiedene Pakete noch. Wir können aber auch gerne direkt in die Ausstattungen allgemein gehen. Wenn ich das einfach mal nacheinander öffne, haben wir hier nämlich noch ein paar Sachen. Ausstattung Interieur, dieses Lederpaket hatten wir ja gerade schon einmal abgesprochen. Fahrassistent, Assistenzpaket, Eco Drive. Finde ich durchaus sinnvoll. Mit dem Fahrassistenten, Spurhalteassistenten, Emergency Assist, aber auch der Kindersicherung, elektrische Türen hinten vom Fahrersitz immer aus bedienbar. Und Area View heißt, da hat man eine Umgebungsansicht und Rear View, dass man eine Rückfahrkamera hat. Die würde ich dann genau hinzufügen. Das ist durchaus sinnvoll. Dann, was das Infotainment angeht, das Navigationssystem, was mittlerweile dabei sein sollte. Okay. Auch das verstehe ich. Entschuldigen Sie. Nein, Sie langweilen mich nicht. Dann haben wir noch ein Soundsystem. Das, genau. Was ist mit einer Anhängervorrichtung? Brauchen Sie die eventuell, um zum Beispiel einen Wohnwagen mitzuschleppen? Das würde bei einem Passat ja durchaus Sinn machen. Okay, dann nicht. Gepäckraumpaket. Das bedeutet, wir haben hier eine 230 Volt Steckdose in Gepäcknetz und einen Gepäckraumboden, der in zwei Höhen einstellbar ist. Nicht okay. Was ist mit einem Panorama-Ausstellschiebedach? Das sieht so dann aus. Überlegen Sie gerne. Er nicht. Okay. Ist ja kein Thema. Die Reifen haben wir erledigt. Sicherheits- und Technik. Adaptive Fahrwerksregelung. Ich hätte immer gesagt, macht das gefühlt noch mal ein bisschen sicherer einfach. Okay. Genau wie der Insassenschutz, der den Reifendruckkontrollsystem noch hat. Okay. Wir können dann aber in der Theorie auch den Insassenschutz Plus nehmen. Dadurch würde der andere deaktiviert werden. Hier ist dann noch ein Feuerlöscher dabei
Seitenairbags von vorne und hinten. Dann wechseln wir das. Aber klar doch. Okay. Habe ich es jetzt gewählt? Das wollte ich reinmachen. So. So war es der Plan. Dann noch weitere Zubehöraktionen. Allwetterfußmatten für vorne und hinten. Halte ich durchaus für sinnvoll, weil, das muss man ganz klar sagen, ansonsten, besonders wenn das Wetter schlecht ist, dieser Teppich sehr schnell sehr dreckig wird. Ich würde es empfehlen. Okay. Dann die Einstiegsleisten, Schutzfolien für vorne und hinten. Okay. Ich gucke gerade, was noch so nötig sein kann. Ein Kindersitz brauchen sie nicht. Okay, den Sonnenschutz für hintere Tür und Seitenscheibe. Ja, kann ich verstehen, absolut. Okay, die Kommunikation in Premium-Kabel. Haben sie. Räder und Reifen, das haben wir soweit. Sportdesign natürlich nochmal. Pedalkappenset in Edelstahl finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr cool. Okay. Es ist was Einfaches, aber schick. Und dann haben wir noch eine Dachbox, theoretisch eine Heckbox, Ski-Snowboard-Halter oder Fahrradträger, irgendwie sowas, was sie aufs Auto oder hinten ans Auto hängen wollen. Gut, dann haben wir ihr Wunschfahrzeug hier. Das ist ihr Fahrzeug. Kostet insgesamt inklusive Mehrwertsteuer 66.915 Euro. Können Sie natürlich monatlich leasen. Können das hier einfach mal nachlesen. Wie gesagt, 265 PS. Wir haben das Schwarz. Wir haben diese speziellen Räder. Das Interieur angepasst. Sonderausstattung. Und noch und nöcher. Genauso wie im Zubehör. Und da unten dann den Preis. Leasing können Sie natürlich machen. Wir können das hier dann auch noch anpassen. Bedeutet, noch über eine andere Zeit mit einer anderen Fahrleistung und eventuell noch anderen Wünschen kann das angepasst werden. Okay, gut, dann würde ich einmal Ihren Bildschirm schließen. Okay, und was sagen Sie zum Fahrzeug? Gefällt Ihnen das so? Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Okay, was würden Sie denn sagen? Möchten Sie das Fahrzeug so haben? Oder möchten Sie lieber nochmal drüber nachdenken? Drüber nachdenken. Okay, welche Möglichkeit habe ich denn, Ihnen das Fahrzeug vielleicht einfach nochmal ein bisschen sichtbarer zu machen? Kann ich Ihnen das per Mail schicken? Dann sagen Sie mir kurz nochmal Ihre Mailadresse. Da haben wir es. Okay, ich wollte gerade sagen, warum funktioniert das nicht, aber hat alles geklappt. Dann würde ich Ihnen das schicken und dann könnten Sie sich das einfach mal angucken und überlegen, ob das was für Sie ist. Und wenn ja, dann sagen Sie einfach Bescheid. Okay. Okay. Kann ich Ihnen denn jetzt am Ende noch irgendwie helfen, dass Sie sich wohler fühlen, dass Sie zufriedener sind, dass Sie das Gefühl haben, Sie sind komplett abgeholt worden? Das ist nicht der Fall. Sind Sie sicher? Wirklich sicher? Okay, wenn doch, bitte sagen. Dann helfe ich gerne. Okay, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Danke, dass Sie da waren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann. Machen Sie es gut. Tschüss.